Was bisher geschah? Kurz vor Eröffnung hat Hoteldirektor Alexander Dürr alle Hände voll zu tun und jede Menge zu begutachten. Zum Beispiel das verspätet eingetroffene Mischpult aus London. 250.000 Euro eingewickelt in Zellophan. Das Mischpult wird das Herzstück des Tonstudios. Die Maße des Gerätes scheinen einen Transport per Fahrstuhl in den 8. Stock unmöglich zu machen. Wir müssen es über das Treppenhaus nach oben bringen. Das ist aber sehr, sehr verwinkelt und sehr gefährlich, dass wir da einen Defekt herbeiführen. Deshalb haben wir entschieden, dass dieses gesamte Board hier auseinandergebaut wird, nach oben gebracht wird und dann oben wieder zusammengebaut wird. 304 Zimmer, mehr als die Hälfte mit Blick auf die Spree. Trotz genügend Wasser vor dem Haus muss Alexander Dürr testen, ob es auch genügend Wasser im Haus gibt. Beziehungsweise genügend Wasserdruck. Wir haben zum Beispiel einmal das Hotel komplett an eine Firma ausgebucht. Also die hat das ganze Hotel gebucht, macht da eine Tagung oder führt da eine Tagung durch. Wenn es einen Start einer Veranstaltung gibt, die beispielsweise um 9 Uhr ist und alle lassen sich gegen 8 Uhr wecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass alle um 8.10 Uhr das Wasser aufdrehen und unter die Dusche gehen. Und für solche Fälle ist dann dieser Wassertest gedacht, dass wir auch den Worst Case, das Maximum, was erreicht werden kann, dann auch durchprobieren, damit wir am Ende des Tages nicht dastehen oder Gäste morgens nicht duschen können, weil ihnen kein Wasser mehr ankommt. Für den sogenannten Wassertest müssen in allen Zimmern die Wasserhähne zur gleichen Zeit aufgedreht werden. Und dafür wird jede Hand benötigt. Auch die von Küchenchef Patrick Rexhausen. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn er und sein Team erwarten heute Abend 40 Gäste für das erste Testessen. Ist das Wasser warm? Wie lange bleibt es warm? Gehen alle in die Bäder rein? Also 5 Minuten vor halb. 5 Minuten vor halb werden die ganzen Wasserhähne aufgedreht. Nach links. Warmes Wasser ist wichtig. Nach einer kurzen Einweisung stürmen alle los. Die Spannung ist groß. Na, was geht hier? Hier geht der Wassertest. Außer Luft nichts gewesen. Ja, das heißt, der zweite Wassertest hat auch keine große Wirkung gehabt. In der gesamten Anlage muss jetzt nochmal gearbeitet werden. Jetzt kommt ein bisschen was hoch, aber nur im Kalten und Warmen gar nichts. Das heißt, der Wasserdruck reicht nicht aus, jetzt muss man den Fehler suchen. Die Eröffnung des Designhotels rückt immer näher. Alle Arbeiten laufen parallel. Vereinzelt lässt sich der Einrichtungsstil schon erkennen. Die Räume hat der US-amerikanische Designer Karim Rashid gestaltet. Im künftigen Restaurant des Hotels werden die Tische für das Testessen am Abend eingedeckt. Für das Servicepersonal eine Premiere. Okay. Patrick Rexhausen und sein Team kochen sich schon länger ein. Heute Abend werden die Kreationen des 33-jährigen Küchenchefs, die er eigens für das Now entworfen hat, zum ersten Mal serviert. Eingeladen sind befreundete Köche, Vorstandsmitglieder des Hotelbetreibers, Designer, Musiker und Medienvertreter aus Berlin. Ja, guck mal. Es gibt Köche, die kochen 30 Jahre, was hat noch nie geschmeckt. So, und hier ist es wirklich so, es geht darum, ich will genauso cool kochen wie Mama. Ich will genauso cool kochen wie Oma. Ja, weil da ist man hingegangen, da hat man sich an den Tisch gesetzt. Oh Mann, und das war eigentlich immer cool. Und das ist genau das, was ich meinem Gast geben möchte. Natürlich sehr, sehr modern interpretiert. Na klar. Auch Hoteldirektor Alexander Dürr ist angespannt. Alles gut für heute Abend, Patrick? Schließlich ist die Küche maßgeblich für den Erfolg eines Hotels. Wir sind vorbereitet mit allen Sachen. Ja, läuft alles. Die Vorbereitung läuft. Also im Allgemeinen ist es halt so, dass wir uns hier festgelegt haben für unsere Amis Girl. Aber das ist das erste Essen, was überhaupt aus der Küche rausgeht, ist das schon wieder so ein Punkt, wo ich mir sage, mir geht das Herz. Natürlich bin ich etwas aufgeregt darüber, was kommt für Essen raus, wie sieht es am Ende aus und vor allem, wie kommt es beim Kunden an. Wie lange? Was sie, allez, komm. Das muss laufen jetzt, denk daran. Und das ist akkurat. Mehr Welt? Genau so, ja. Jetzt ist es fein. Monsieur,
Dann kommt die Vanille nicht zur Geltung, ja? Das ist. Mach mal noch ein bisschen Butter, das muss mehr glänzen, ja? Jetzt hochziehen die Soßen, anfangen, ja? Hier, Schaum will ich haben, ja? Schön hochgezogen, dass der soll stehen, ja, richtig? Nee, du bist verantwortlich, komm her. Die ersten Gäste sind eingetroffen. So, denn, dann geben wir den Hummer rauf. Na klar, habe ich ein Worst-Case-Szenario. Mann, dass meine Gäste da draußen sitzen und sie kriegen nichts zu essen. Klar. Und ja, natürlich bin ich ängstlich in dem Sinne, ja? Und es bedeutet mir sehr, sehr viel. Es bedeutet mir sehr, sehr viel auch für mein Unternehmen. Weil das ist das Aushängeschild. Das erste Testessen. Wird sich Küchenchef Patrick Rexhausen bewähren?